Morgen aus Tuscaloosa, Alabama. Yoga Steps kommt heute zu dir mit einer kurzen Yoga-Auszeit. Was bedeutet Yoga-Auszeit? Yoga-Auszeit bedeutet, wenn du vielleicht gerade wie ich an deinem Schreibtisch gesessen bist oder noch an deinem Schreibtisch sitzt, während du dieses Video entdeckt hast und du einfach das Gefühl hast, du musst deinen Körper etwas bewegen. Es ist einfach angenehm, sich ab und zu etwas durchzudehnen und durchzustrecken und dafür ist dieses Video gedacht. Wenn du Lust hast, das werden etwa 10 Minuten sein vielleicht, vielleicht etwas kürzer oder eine Minute länger, dann rutsch deinen Stuhl etwas nach hinten, stell deine Füße auf den Boden, rutsch in deinem Stuhl etwas nach vorne, setz dich erstmal aufrecht hin und für einen Moment schließ deine Augen. Spür deinen Körper in dieser sitzenden Position. Spür deine Wirbelsäule. Spür den natürlichen Verlauf deiner Wirbelsäule, wie sie sich im unteren Rücken nach innen wölbt, im mittleren Rücken wieder nach außen, um im Nackenbereich wieder nach innen sich zu wölben und bis sie in Kontakt mit deinem Schädel kommt. Und auf dieser, ich vergleiche es immer wie ein kleiner Holzstick, auf dem ein großer Ball oder eine Bowlingkugel mehr oder weniger balanciert, so stelle ich mir immer vor, wie mein Kopf auf dieser doch etwas dünner werdenden Wirbelsäule, wenn sie nach oben verläuft, balanciert und wie wichtig doch diese richtige Ausrichtung und Aufrichtung deiner Wirbelsäule und deines Kopfes ist. So streb mit dem Scheitel deines Kopfes hoch Richtung Decke. Es fühlt sich an, als ob du dein Kinn so etwas nach unten und hinten bewegst. Die Ohren wollen in einer Linie mit deinen Schultern sein. Und die Position fühlt sich alles andere als natürlich an. Es sollte sich aber natürlich anfühlen, sodass dein Kopf optimal von deiner Wirbelsäule getragen werden kann. Wenn du keine Zeit hast, irgendwas anderes zu tun während deiner Arbeit, während du am Schreibtisch an deinem Computer sitzt, immer wieder mal zwischendrin Länge, zieh den Scheitel des Kopfes nach oben. Und dann langsam öffne deine Augen und beginne deinen Kopf nach rechts und nach links zu drehen und nach rechts. Und nach links, lass die Atmung frei fließen, atme ein in die eine Richtung und atme aus in die andere Richtung. Noch einmal nach rechts und nach links und halte inne, senk dein Kinn nach unten und schau nach oben. Ausatme nach unten und nach oben. Ausatme dein Kinn nach unten. Dein Blick geht zum Boden und dein Blick geht hoch zur Decke und ein letztes Mal nach unten und nach oben. Dann schau geradeaus, senk deinen Kopf nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links, einatmen zur Mitte, aus nach rechts und zur Mitte und nach links und zur Mitte, ausatmen zur Seite. Einatmen zur Mitte, ausatmen zur Seite, einatmen zur Mitte und nochmal ausatmen, einatmen zur Mitte, ausatmen zur Seite. Wir kommen nochmal zur rechten Seite, so leg deinen Kopf nochmal zur rechten Seite, rechtes Ohr Richtung rechter Schulter. Und jetzt senkst du deinen Blick rechts neben dich auf den Boden und schaust wieder geradeaus. Senk deinen Blick rechts neben dich auf den Boden und schau wieder geradeaus. Senke den Blick und schau wieder geradeaus. Noch ein letztes Mal, senke deinen Blick und schau wieder geradeaus. Nimm den Kopf wieder zurück zur Mitte und senk dein rechtes, linkes Ohr Richtung linker Schulter. Jetzt drehst du deinen Nacken, du schaust links neben dich auf den Boden, schaust wieder geradeaus. Links neben dich auf den Boden und wieder geradeaus. Ausatmen nach unten, einatmen, schau nach vorne. Ausatmen und einatmen. Komm zurück, schau wieder geradeaus. Zieh die Schultern mal hoch zu den Ohren und senk sie nach unten. Zieh die Schultern hoch zu den Ohren und nach unten. Und nochmal die Schultern hochziehen und nach unten. Und nochmal die Schultern hochziehen und nach unten. Und dann nehmen wir die Arme nach oben. Und du reichst mit der rechten Hand hoch Richtung Decke und mit der linken Hand. Als ob du etwas erreichen wolltest, was etwas über dir ist, außerhalb deiner Reichweite. Du streckst dich ganz lang. Atme entspannt ein und aus.
und bring deine Arme langsam wieder nach unten und mach ein paar Mal einen Katzenbuckel und einen Kuhrücken. Wölbe und runde deinen Rücken. Ausatmen, wenn du rundest. Einatmen und wölbst. Ausatmen und rundest. Einatmen und wölbst. Und dann komm wieder zurück. Bring die Arme nochmal nach oben und die Handinnenflächen zeigen zu mir. Ziehe die Arme nach unten. Einatmen wieder hoch. Ausatmen nach unten. Einatmen hoch. Ausatmen nach unten. Einatmen hoch, noch einmal ausatmen nach unten, halte die Arme hier. Jetzt gebe deine Aufmerksamkeit zwischen deine Schulterblätter und schließe diesen Bereich zwischen deine Schulterblättern, während du dessen mit deinen Armen ganz sanft pulsierst. Tief ein- und ausatmen. Und dann streck deine Arme zur Seite aus und beug die Arme wieder, streck sie zur Seite und beuge. Und strecke sie zur Seite und beuge. Strecke nochmal zur Seite, bring die Handinnenflächen nach unten, geh nach hinten. Sehe, was du in der Lehne deines Stuhles greifen kannst und lehne dich nach vorne, bis du eine sanfte Dehnung spürst. Mein Stuhl hier ist sehr groß, die Sitzfläche, also ich rutsche hier ein bisschen nach hinten, sodass ich mich mehr nach vorne lehnen kann, um eine Dehnung in der Vorderseite meiner Schultern zu spüren. Tief ein- und ausatmen. Und dann komm langsam wieder zurück. Roll deine Schultern ein paar Mal nach hinten. Schöne große Kreise. Und ein paar Mal nach vorne. Und dann bringen wir die Arme nochmal nach oben. Nimmst deine Hände zusammen, deine Zeigefinger zeigen hoch Richtung Decke. Einatmen hier, ausatmen, lehnst dich zur Seite. Einatmen und ausatmen. Und ein- und ausatmen. Spür die Bewegung in deiner Taille. Spür die Öffnung zwischen deinen Rippen. Mit der Ausatmung zur Seite, ein zur Mitte, noch einmal zu jeder Seite. Und das nächste Mal, wenn du dich nach rechts lehnst, bleibe hier. Schau geradeaus, atme tief ein- und aus durch deine Nase. Heb deine Rippen, die linken Rippen etwas mehr Richtung Decke an. Intensiviere die Dehnung und dann komm langsam zurück. Das Atmen fällt etwas schwieriger hier. Beuge dich nach links, schau geradeaus. Schultern entspannt, Zeigefinger zieht hoch zur Decke und dann ziehst du deine rechten Rippen etwas weiter hoch Richtung Decke. Spür eine Intensivierung der Dehnung hier. Und dann komm langsam wieder zurück. Und senk deine Arme, wenn du Platz hast, zur Seite nach unten. Ansonsten bring die Arme über vorne nach unten. Und bring die Arme nochmal hoch, über die Seite oder über vorne. Und über die Seite oder vorne nach unten. Noch ein letztes Mal, die Arme hoch. Und nach unten. Dann bringen wir die Arme nochmal beide nach oben. Streck deine Arme, nimm die Aufmerksamkeit hin zu deinem Bauchnabel. Von deinem Bauchnabel drehe dich nach links. Und dann senke die Hände zur Seite. Du kannst die rechte Hand entweder, wenn du eine Lehne hast, an die Seitenlehne bringen oder an dein Bein. Und die linke Hand bringst du in die Rückenlehne des Stuhles. Du kannst auch die rechte Hand in den Sitz des Stuhles bringen. Spür die Drehung von deinem Bauchnabel, von deiner Brustwirbelsäule. Die Krone des Kopfes zieht hoch Richtung Decke. Atme tief ein und aus. Schultern bleiben entspannt. Und dann bring beide Arme nochmal nach oben. Länge dich von deinem Bauchnabel. Diesmal drehst du nach rechts. Und dann schaust du, wo du deine Hände platzierst. Entweder an der Sitz des Stuhles, Seitenlehne und die andere Hand hinten an der Rückenlehne. Ansonsten kannst du die linke Hand auch gerne an die Außenseite des linken Beines bringen. Lenke deine Wirbelsäule hier. Dreh vom Bauch. Dreh von der Brustwirbelsäule, Krone des Kopfes hoch Richtung Decke. Atme tief ein und aus. Und dann bring beide Arme nochmal nach oben. Einatmen, ausatmen, senk die Hände nochmal nach unten und nochmal im Katzenbuckel, runde und wölbe. Ausatmen, runde. Und einatmen, wölbe und ausatmen und einatmen und ausatmen
Und einatmen, komm nochmal in eine neutrale Position hinein und nimm Kontakt zu deinen Beinen auf. Du kannst die Hände gerne an die Seite des Stuhles bringen oder an die Lehne, was immer für dich am besten zu erreichen ist. Und du hebst dein rechtes Bein an und dein linkes Bein und das rechte und das linke. Und heb rechts an und links an, jetzt rechts zweimal, eins und zwei und links zweimal, eins und zwei und rechts nochmal zweimal. Und links zweimal und noch das rechte Bein viermal und drei und vier und das linke Bein eins und zwei und drei und vier und diesmal achtmal eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und das linke Bein eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8 und noch als letztes greif dein rechtes Bein, heb es an und drehe deinen Fußknöchel nach innen und nach außen und dann wechsle, heb dein anderes Bein an, drehe deinen Fußknöchel nach innen und nach außen und dann senk die Füße wieder ab, bring die Hände nochmal auf deine Beine, schau geradeaus, eine letzte Augenübung, bevor wir diese kleine Auszeit, Yoga-Auszeit beenden. Schau geradeaus, dann blicke nach oben Mitte, oben rechts, unten rechts, unten Mitte, oben links, unten links, unten Mitte, oben rechts, unten Mitte, oben Mitte, oben links, unten links. Unten Mitte, schließ die Augen, öffne die Augen wieder, schau unten Mitte, unten links, oben Mitte, unten rechts, oben links, unten rechts, oben rechts, oben Mitte. Und dann schau wieder geradeaus, schließ die Augen. Wenn du eine Brille trägst, dann leg die Brille zur Seite, reib deine Hände, bis ganz viel Wärme zwischen deinen Händen entsteht. Und dann bring die Fingerspitzen an den Haaransatz und die Ballen deiner Hände auf deine Wangenknochen. Wölbe deine Hände leicht und spür, wie die Energie von deinen Händen in deine Augen hineinströmt. Das ist eine wunderbare Übung, wenn immer deine Augen sich etwas zu gestresst anfühlen oder sich überanstrengt anfühlen von der vielen Computerzeit. Und dann zieh die Fingerspitzen auf deine Stirn nach außen und schüttle deine Hände aus. Wenn du deine Brille hast, zieh deine Brille wieder an und dann spür nochmal für einen kurzen Moment, wie du dich fühlst nach dieser kurzen Yoga-Auszeit, ob dein Körper sich etwas mobilisierter anfühlt, etwas besser. Bring deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Ich sage vielen Dank, dass du mit mir praktiziert hast, diese kurze etwas, das heißt nicht untypisch, Yoga ist Yoga, egal ob auf dem Stuhl oder auf der Matte. Aber du triffst mich öfter auf der Yogamatte als denn im Stuhl sitzend. Aber wann immer du Homeoffice machst, an deinem Computer sitzen, du hast einfach nicht die Zeit für eine komplette Yogastunde oder Yoga-Zeit für auf deine Matte zu gehen, dann mach ein bisschen Yoga im Stuhl mit mir. Vielen, vielen Dank. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du das Video mochtest. Hinterlass mir einen Kommentar, wenn du möchtest, wie du dich gefühlt hast, nachdem du das Video mit mir praktiziert hast. Abonniere meinen Kanal. Und wenn du vielleicht einen Freund kennst, der auch viel wie du an deinem Schreibtisch gerade sitzt und der vielleicht von diesem kurzen Yoga-Video profitieren würde, dann ja, teile dieses Video mit deinen Freunden oder mit der Familie. Vielen, vielen Dank. Namaste. Hab einen wundervollen Tag.